Herzlich willkommen im X-Lab. Das ist nicht das Wort zum Sonntag und das sind auch nicht die Nachrichten. Heute geht es hier um den goldenen Schnitt. Ich möchte ein paar Gedanken zum goldenen Schnitt loswerden. Ich möchte jetzt hier in diesem Video nicht den goldenen Schnitt erklären. Das mache ich ausführlich in meinen Fotoschulen und so weiter und das kann man auch ausführlich lernen. Mich interessiert eher die Diskussion um den goldenen Schnitt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Bilder sind nur dann gut, wenn sie dem goldenen Schnitt oder den goldenen Regeln im Allgemeinen, da gibt es ja die goldene Spirale, das goldene Dreieck, also Bilder sind nur dann gut, wenn sie mindestens einer dieser Regeln entsprechen und das ist absolut zwingend. Und dann gibt es eine andere Fraktion, die sagen, goldener Schnitt ist was für Opas, was Altmodisches, das hat man früher gemacht, das braucht kein Mensch. Die Fotografie muss frei sein und darf sich nicht an solchen starren Regeln festmachen. Und zu diesem Thema jetzt hier meine Gedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich noch studiert habe, das ist auch schon ein paar Jährchen her jetzt, ich glaube zwei, nee, mehr, da habe ich auch gesagt, goldener Schnitt, sowas Spießiges braucht man doch nicht. Und muss das Ganze aber so ein klein bisschen revidieren und ich denke, es gibt da sehr gute Gründe dafür. Zunächst einmal noch mal ganz kurz, wo kommt der goldene Schnitt her und wo wurde er verwendet? Zunächst einmal muss man sagen, der goldene Schnitt, das ist ja eigentlich nur eine Zahl, also eine bestimmte Zahl, die ein Verhältnis von zwei Seiten oder zwei Flächen ausdrückt und die dann eben zu einer bestimmten Aufteilung von Proportionen führt. Manche Leute sagen, eine mathematische Zahl kann niemals ein Gestaltungsmittel sein. Dem möchte ich aber erstmal widersprechen, weil natürlich diese Zahl auch in der Natur vorkommt. Also es gibt durchaus Wachstumsvorgänge, die sich genau nach den Zahlenverhältnissen des goldenen Schnittes die so entstehen. Also da gibt es ja diese Ammoniten, da gibt es dann die Verhältnisse zwischen den Gliedmaßen von Tieren, da gibt es pflanzliche Wachstumsgeschichten, die komischerweise immer oder nicht immer, aber sehr oft nach dem goldenen Schnitt funktionieren. Das heißt, der goldene Schnitt muss was Natürliches haben und steckt deswegen natürlich auch irgendwie in uns drin. Also wenn der goldene Schnitt etwas mit dem Wachstum zu tun hat, dann können wir uns davon erstmal nicht lossprechen. Der zweite Aspekt ist der, dass der goldene Schnitt früher in der Malerei sehr exzessiv verwendet wurde. Ich blende jetzt hier mal kurz zum Beispiel ein Bild ein aus der Renaissance, das ist ein ganz bekanntes Bild, die Ankunft der Venus, manche sagen auch die Geburt der Venus. Das ist so ein Beispiel, wo die Maler, bevor sie gezeichnet haben, den goldenen Schnitt angewendet haben und das Bild nach allen Regeln, dieser goldenen Regeln eben gestaltet haben. Das ist der Ansatz, wo man sagen könnte, okay, warum müssen wir immer das machen, was die Maler in der Renaissance gemacht haben? Können wir uns davon nicht befreien? Und das stimmt natürlich gewissermaßen schon. Ich muss im Prinzip beiden Lagern mehr oder weniger recht geben. Der goldene Schnitt alleine macht kein Bild zu einem schönen Bild. Das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Und es gibt ganz, ganz viele Bildgestaltungsmethoden, die völlig auf diesen goldenen Schnitt verzichten können. Das ist zum Beispiel die Symmetrie. Also wenn ich ein Bild symmetrisch aufbaue, wenn ich den Horizont genau in die Bildmitte setze, dann habe ich immer eine gewisse Symmetrie oder eine symmetrische Bildaufteilung und dann sind die goldenen Regeln erstmal nicht wichtig, weil die Symmetrie hat was ganz Statisches, die hat was Stabiles. Die Diagonale ist ein ganz wichtiges Gestaltungsmittel, das können auch Kreis- und Ellipsenformen wichtig sein. Die Drei-Punkt-Regel, dass man also Dreiecke innerhalb des Bildes inhaltlich gestaltet. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, Bilder gut zu gestalten. Immer wenn wir also in die Nähe des goldenen Schnittes kommen, also in der Horizontalen oder in der Vertikalen, dann wird das Bild meistens besser, wenn wir es dann genau in den goldenen Schnitt setzen. Das heißt, so ein bisschen daneben ist meistens schlechter als richtig im goldenen Schnitt. Und deswegen sollte man die goldenen Regeln kennen, weil ein Bild, was so fast im goldenen Schnitt ist, aber nicht richtig, sieht es irgendwie manchmal nicht so ganz perfekt aus. Und das kann man eben, wenn man diese Regeln kennt, ganz einfach beheben. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich die Drittelregel nicht so besonders mag. Die Drittelregel ist ja die Regel, wo man das Bildfeld in drei horizontale und vertikale Blöcke aufteilt, also man drittelt das Bild und gestaltet das Bild nach dieser Drittelregel. Das ist ja der goldene Schnitt, einfach nur ein bisschen
gleichmäßiger aufgeteilt. Das hat den Vorteil, man kann sich's leicht merken und viele Kameras zeigen ja auch diese Drittelaufteilung in ihrem Gitter im Display an. Was mir an der Drittelregel nicht gefällt, es ist so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen als den goldenen Schnitt für Arme. Klar, kann man da vielleicht auch widersprechen, aber wenn ich nach der Drittelregel gestalte, dann gestalte ich immer etwas neben den goldenen Regeln. Also es wird immer etwas daneben aufgeteilt, das Bild. Und die Horizontalen, die Vertikalen sind immer nicht im goldenen Schnitt, sondern etwas daneben. Und deswegen finde ich die Drittelregel nicht so gut. Ich denke, entweder man lässt sie weg oder man macht es richtig nach dem goldenen Schnitt. Hört sich hart an, ist aber tatsächlich in den meisten Fällen wirklich so, dass es auffällt. Und ich denke, ich habe dafür inzwischen ein Auge bekommen. Ich korrigiere jeden Monat viele, viele Abgaben von Schülern, Studenten und Studierenden in der Fotografie und da merke ich das immer wieder. Also manche Bilder sind durch ganz kleine Veränderungen im Bildbeschnitt verbesserungsfähig und die Drittelregel ist nicht unbedingt der Favorit, der immer das Bild verbessert. Also, obwohl es einfach zu merken ist und einfach zu verstehen ist und intuitiv machbar ist, wenn Sie kein Display haben, in dem der goldene Schnitt eingezeichnet wird und Sie wollen den Horizont in den goldenen Schnitt setzen, gibt es eine ganz einfache Regel, machen Sie es ungefähr und lassen Sie ein bisschen mehr Fleisch außen rum, dann können Sie das Bild nachher nach den goldenen Regeln beschneiden. Also mein Fazit ist, natürlich ist der goldene Schnitt nicht das Allheilmittel und der goldene Schnitt alleine macht das Bild nicht zu einem guten Bild. Auf der anderen Seite gibt es aber Bilder, und ich meine nicht alle Bilder, die, wenn man sie ein bisschen justiert, nach den goldenen Regeln auf jeden Fall sehr stark gewinnen können. Und das ist schon ein Grund, warum man sich mit diesen Regeln beschäftigen sollte, warum man sie kennen sollte, warum man sie im Hintergrund behalten sollte. Aber wie gesagt, die Symmetrie, die zentrale Aufteilung, die Drei-Punkte-Regel, da gibt es viele andere Möglichkeiten, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und dann ist auch der goldene Schnitt nicht immer das Allheilmittel, habe ich schon mal gesagt, aber ich denke, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Ich freue mich auf Ihre Meinung dazu, vielleicht auch zu Bildbeispielen, wo das bestätigt oder auch widerlegt wird. Da bin ich mal sehr gespannt und ich verabschiede mich aus dem X-Lab. Bis zu einem neuen Video. Rüdiger Schestag.